Gut, Shalom Aleichem allerseits. Wir lernen heute eine Maimer von Rebbe. Maimer Vatote Zave, Tovshin und Beis, 1992. Ich werde heute sehr viele Einführungen geben, um zu reisen leicht und angenehm und klar und deutlich über diese Maimer Chassides. Diese Maimer hat der Rebbe verteilt, 2 Wochen vor seinem Strock, am 27. Adar. Das ist im Prinzip sein letzter Maimer, der hat uns gegeben in die Hand. Als einer, der arbeitet schon 25 Jahre im Friedhof, Menschen bleiben sehr lang hängen mit dem letzten Spruch oder mit dem letzten Satz oder mit der letzten Aussage von derjenigen, der mit uns nicht mehr da. Und solange Moschiach ist nicht gekommen, das ist die letzte Maimer, die der Rebbe hat nicht nur gesagt, sondern auch korrigiert, sondern auch verteilt. Und wir werden Step by Step alles erzählen, was ist Maimer. Und wir werden heute ein bisschen lernen. Wir brauchen ein paar Shiurim über diese Maimer zu lernen. Ich habe nur eine Bitte an euch heute. Sei mit mir nicht gnädig und höflich. Wenn Sie nicht verstehen, zeig mir die Hand, auch wenn das ist ein einfaches Wort, eine einfache Idee. Es lohnt sich nicht zu lernen, paar Shiurim und zu sehen, dass eine Grundlage versteht mir nicht. Ich werde es so wie immer leicht machen, klar machen, aber es gibt sehr viele chassidische, kabbalistische, jüdische Begriffe, die man lernen muss. Und wenn etwas ist unklar oder unbekannt, mach eure Finger hoch und stell mir die Frage, bitte nicht schüchtern, sonst hat die ganze Sache keinen Sinn. Lo habayishan lamed, nicht der Schüchtigen lernt, und das wollen wir heute lernen. Ma'amar, Chassidut, ist nicht nur eine Dvar Torah, ein Wort, eine Rede, eine Sicha von Rebbe, sondern das ist Divrei Elokim Chaim, lebendige Wörter von Gott. Wenn der Rebbe sagt, eine Maimer, früher war, gibt es vorher eine Nigun. Amama, yamama, yamama, yamama. Also man singt ungefähr 5 Minuten und alle spüren auf die Körpersprache von der Rebbe, dass er geht bald sagen Maimer. Und während das Maimer, wenn der Rebbe spricht, hält er ein Tichele in der Hand, um zu bleiben fest in Boden, Ständigkeit, wenn Gottes Wörter kommen durch seine heiligen Sprache. Und wir werden das ein bisschen erklären. Der Rebbe hat gesagt, eine Maimer meistens am Schabbat. Und am Schabbat kann man doch nicht aufnehmen. Es waren Leute, sie haben es frontal und mündlich durch die Gedächtnis behalten. Es gibt Maamarim, die hat man geschrieben und so lernt man sie bis heute. Und es gibt Maamarim, wo der Rebbe hat korrigiert, wo der Rebbe hat selbst Korrektur gemacht und Lektüre und alles, was man braucht. Also dieser Maimer, was wir lernen, hat gesagt der Friedrich Rebbe 1927. Und sein Schwiegersohn, unser Rebbe, der siebte, hatte das gesagt 1981 am Purim. Und am Parshas Tetzaveh, Purim Katan, kleine Purim, 1992 hat der Rebbe genommen 800 Exemplaren und verteilt alle, Männer, Frauen, Kinder, und drinnen in diesem Maimer, was der Rebbe hat verteilt, in so eine Plastik-Alufolio-Tasche, war drinnen 2 Dollar zum Tzedaka und Honiglekach-Kuchen. Honiglekach-Kuchen hat in Chassidismus 2 Bedeutungen. 1. Wenn ein Kind beginnt, Alephbeis zu lernen und er kommt in Cheder zu lernen mit dem Melamed, der Melamed gibt ihm ein Honiglekach, ein Kuchen, soll er lecken die Kuchen mit dem Honig, damit soll die Torah soll ihm schmecken. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, vor Yom Kippur, jeden Chassid sagt sein anderer Chassid-Fellow, gib mir ein Stück Lekach. Warum? Wenn Hashem
wird mir bringen dazu am kommenden Jahr, dass ich Menschen brauche. Und Menschen zu brauchen ist eine Schande. Ihre Geschenk ist klein und die Schämen ist groß. Und bei Hashem etwas zu bekommen, es ist nur eine Freude und das Geben ist viel. Deshalb vor Rosh Hashanah, Yom Kippur, wir beten Hashem, dass er uns nicht bringt zu einem Verlang von Menschen. Deshalb sagt einer dem anderen, gib mir ein Stück Leckach. Und der andere gibt ihm ein Stück Leckach und er sagt ihm, gut gebenchte Jor, Shana Tova und Metuka, asei wie die Leckach ist wie Honig, asei soll dein Jahr, soll sein auch süß wie Honig. Also wir sehen zwei Aspekten beim Leckach. Eins, soll das Lernen schmecken wie Honig. Zwei, wenn ich muss etwas am kommenden Jahr von jemand bieten, na toi, wie eine Gefallen, soll schon gemacht sein. Am dieses Jahr 1992, vor dem Strock von dem Rebbe, hat er verteilt fünfmal Leckach. Unglaublich. Und am dem Tag, zwei Wochen vor seinem Strock, der Rebbe hat verteilt, wie gesagt, alle diese Kuntres Vatote Zave, was wir gehen jetzt lernen, die letzte Maimer von dem Rebbe. Drinnen war $2, damit soll gar nicht fehlen, von physisch. Und auch Honiglecker, damit, wenn wir uns beten von Hashem, soll er uns schönes, süßes Jahr geben. In Bet HaMikdash war eine Menorah. Es gibt zwei Meinungen, wie hat ausgesehen die Menorah, rund oder quer. Natürlich, mein Rebbe sagt, dass das jüdische Meinung ist, dass es war quer, die weltliche, die goyische, durch Malers von Rembrandt, von allen anderen, die haben gemalt sehr oft den Bibel, sie haben entschieden, dass die Tafel ist rund, dass die Menorah ist rund. Und der Rebbe sagt nein und er gibt Beweise, aber das ist nicht unser Thema heute, es zu erklären. Auf jeden Fall im Bet HaMikdash war eine Menorah. Und diese Menorah hat man gezunden. Hat man sie gezunden mit Öl. Wann hat man sie gezunden? Vor Abend. Da gibt es eine Diskussion zwischen Rambam und Rashi. Für wann hat man das gezündet? Rambam, Rav Moshe ben Maimon sagt, hat man das gezündet vor Abend bis morgen. Und es gibt zwei Jahressaison, wo die Nacht ist lang und wenn der Nacht ist kurz, im Sommer, Av Elul, der Nacht ist kurz, weil die Tage sind lang. Und Winter wie jetzt, Tevet, Schwat, Adar, diese drei Monate, wo wir uns befinden, der Tag ist kurz und die Nacht ist lang. Und der Mann von Prophet Deborah, ihre Mann von Deborah Nevia, sein Beruf war zu machen Docht, bestimmten Docht. Sein Name war Ish Lapidot. Also der Mann von Shofete Deborah war Ish Lapidot und der hat gemacht Docht. Für den Sommer hat er gemacht eine dünne Docht und für den Winter hat er gemacht eine dicke Docht. Und so hat man gewusst, wie soll es brennen, wie lang, wie oft, damit soll es brennen von Vorabend bis morgens. Rashi sagt nein. Zweimal hat man gezunden. Am Abend einmal und am Morgen noch einmal. Warum? Weil es steht geschrieben Tamid. Was heißt Tamid? Das ist die Diskussion. Tamid bedeutet in unserer Sprache immer. Ja, aber was bedeutet immer? Immer bedeutet ohne Unterbrechen, der Mensch atmet immer. Also er atmet die ganze Zeit, es ist immer. Und der Mensch betet auch immer, aber nicht die ganze Zeit, er betet immer jeden Tag, morgen, Schachis. Also was bedeutet immer? Menschen sagen einmal dem anderen, immer machst du so, was heißt immer? Immer bedeutet von Zeit zu Zeit. Immer bedeutet ohne Unterbrechen. Was ist immer? Was ist Tamid? In die Menorah gibt es Diskussion. Rambam sagt, es hat gebrannt nur bei Nacht. Rashi sagt, Tamid ist Tamid. Immer so wie der Schaubrot
auf dem Schulchan. Sie wissen, in Bet HaMikdash war eine Schulchan, ein Tisch. Und auf diesem Tisch waren 12 Chalot. Und steht geschrieben an der Schulchan Tamid. Von einem Schabbat bis der andere Schabbat, die Chalot sind geblieben feucht, warm, mit Hauch. Und wenn die Kohanim haben am nächsten Schabbat genommen die Chalot von letzten Schabbat, wenn einer nimmt die Chalot von letzten Schabbat, der andere bringt schon die neue. So wie in Röntgen, in Flughafen. Es gibt solche Kisten, weißt ihr, die Menschen, wo man legt die Chimadanes, die kleine Trolley. Am Ende nehmen sie die Trolley weg und beim Eingang kommen schon neue Trolleys. Also es ist immer solche Kisten drauf. Also ich sehe immer die ganze Welt in Bilder von Chumash. Also immer überall, wo ich gehe, ich sehe immer, wie kann man ein gutes Beispiel geben, anstatt zu ärgern, was kann ich jetzt lernen bei der Passkontrolle. Wobei heute muss ich sagen, und wenn jemand hört, bitte diese Schiur, bitte, deutsche Polizei, deutsche Regierung, Beamters. Ich bin ein kleiner Shlomo Raskin, doch ich weiß, es gibt hunderte von Leuten, die hören meine Shiurim. Bitte, informiere euch, was bedeutet Tfilin. Ihr müsst das nicht öffnen, Maximum. Ihr seid genug intelligent, euch informieren zu lassen, was bedeutet Tfilin, was ist diese Gebetsriemen, was ist drinnen. Wenn eure Kontrolle zeigt, dass muss man das öffnen, kein Problem. Aber wenn ihr seid neugierig, das ist uns sehr herzenseinliegen, das ist eine heilige Sache. Ihr macht eure Aufgabe, aber es wäre schön, zu einem intelligenten, höflichen Land sich informieren lassen, die Beamten, was bedeutet Tfilin, Gebetsriemen von Juden, das muss man nicht mit den Händen überall öffnen. Das hat mir wehgetan, aber ich verstehe es und legitimiere es sogar. Aber nur wenn der Computer zeigt und der Polizist hat gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Mama mia, wieso werdest du in Politik, wenn du weißt nicht, was ist Tfilin? Also, du bist 2 Tage in dieser Welt. Schön, erledigt, los vom Herzen, wir rennen weiter. Also, was bedeutet Tamid? Tamid bedeutet, dass die Menorah entweder 24 Stunden nur mit Reinigung gebrannt oder wie Maimonides, nur einmal. Weil die Frage ist, was bedeutet Tamid? Für die Menorah hat man gebraucht Shemen Tahor, reines Olivenöl. Dieses reines Olivenöl hat man genommen von der Stadt Tekoa. Tekoa ist eine Stadt in Galil. Ihr habt bestimmt, die lernen Tanach, haben bestimmt gehört von der weise Frau von Tekoa. Habt ihr eine Hausaufgabe, euch zu informieren über Tekoa? Ich werde nächste Schuhe jemand von euch überraschend fragen, soll er über Tekoa erzählen. Tekoa ist eine Stadt, wo dort gibt es von Stamm Asher die beste Oliven, um zu pressen zu die Menorah. Und für die Menorah Teorah hat man genommen nur vom ersten kalten Press. Das heißt, man nimmt ungefähr 20 Tonnen Oliven und davon bekommt man ungefähr 300 reines Shemen Taor, die wird besiegelt und von einem Jahr zu dem anderen gemacht. Dort, wo man drescht die Oliven, dort, wo man presst die Oliven, Tahor, Tahor, das muss sein nur von Steine, von Marmor. Heute praktisch in der Welt, die einzige Land, die produziert solche Olivensteine, ist nur Brasil. Und es gibt eine Gruppe von Bet HaMikdash in Israel, die wollen schon vorbereiten, dem ganzen Gefäße für Bet HaMikdash, falls Moschiach wird kommen heute oder morgen und er braucht Olivenöl, wie soll man das pressen? Dann haben sie schon vorbereitet diesen für Gewürze und man kann pressen dem Öl. Gut, ich mache schnell Wiederholung. Maimer, sagt der Rebbe in Shabbat. Jeden Chassid sagt eine Maimer an seine Bar Mitzvah, an seine Hochzeit. Es gibt Maamarim von Avodah, vom Beten, von Rational. Und es gibt Maamorim, wo man sagt, sie einfach um die Welt zu reinigen. Die Menorah braucht Öl
für ganzes Jahr Schemen Tahor vom ersten Press. Dem Schemen das Öl hat man gebracht von Tkoa, vom Stamm Asher. Die Mädelach von Stamm Asher waren fette Mädelach, also Measher Shmena Lachmo, weil sie waren in einem Ort, wo es war viel Öl und sie haben alles gegessen frittiert. Also sie haben alles gegessen mit viel Öl und sie waren auch sehr hübsch. So erzählt uns die Gemara. Gut, das war die erste kleine Einführung. Wenn bis da jemand will was fragen, was er hat nicht verstanden oder will, soll ich besser erklären, bitteschön. Finger hoch und sag mir. Bitteschön. Mach dir dem... Frage, wie heißt die Stadt? Ich habe das nicht gerade richtig verstanden. Die Stadt heißt Tekoa. Tekoa. Das ist eine biblische, das ist in Galil. Und ihr werdet gucken im Internet jede Menge, wenn sie dort Oliven und alles. Ich wollte euch nicht belasten mit zu viel Information und zeigen auch, ich habe heute gegoogelt, auch sehr, sehr interessant zu lernen über Tkoa. Es waren weise Leute von Tkoa, weil Olivenöl macht intelligent und intelligent bedeutet gute Gedächtnis. Also auch wenn ein Mensch ist nicht so weiser, wenn er hat eine gute Erinnerung, ja, dann bleibt er irgendwann weisen. Und eine von den Sachen, Olivenöl sind sehr gut zum Gedächtnis. Gut, noch jemand will was fragen, was bemerken oder weiterreisen? Weiterreisen, dann beginnen wir. Bei Maimer lernen gibt es auch eine bestimmte Melodie. Und der Rebbe hat gesagt, wenn man lernt diese Maimer, es wird bringen gute Handlungen und es wird bringen gesunden Masel. Weißt du, was ist gesunder Masel? Prima Sole, das gesunden Masel bedeutet, dass der Mensch, das was er tut, wird ihm gelingen. Dieser Maimer steht in der Vers 2. Buch Mosche 27,20. Und du, Moshe, befehl den Kindern Israel, dass sie zu dir Olivenöl bringen aus zerstößenen Oliven zur Lichtquelle, damit das Licht der Menorah ständig brennt. Jetzt die Frage ist, was bedeutet ständig? Ständig heißt Tamid. Aber was ist Tamid? Es gibt eine Frau, die jeden Tag sich schminkt. Dann, ich schminke mich Tamid. Es gibt eine Frau, die hat gemacht ein Tätowierung über ihre Augen soll sein immer blaue Farbe, dass sie nicht am Schabbes braucht, Farbe zu machen. Ich kenne sehr viele fromme Frauen, sie wollen nicht am Schabbes machen Lipstick und Eyeliner, dann machen sie, gehen sie zum teuren Tätowierung und die machen so schöne Farben und auch am Schabbes frühmorgen sehen sie aus wie vom Burda und die sind glücklich. Jetzt die Frage ist, was bedeutet Tamid? Ist Tamid jeden Tag sich zu schminken oder Tamid bedeutet etwas, wo dauerhaft permanent, so wie der Tisch, wo die Chalot waren immer da. Wo die Chalot waren immer da. Ein Mensch atmet die ganze Zeit Tamid, aber er trinkt auch Wasser Tamid. Aber nicht Tamid die ganze Zeit, wenn ein Mensch ist Gott behüte getrocknet, kriegt er eine Infusion. Diese Infusion ist Tamid. Weil es kommt Tropfe, 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 die ganze Zeit, ununterbrochen. Die Frage ist, was meint die Tora mit dem Wort Tamid? Der Rebbe beginnt der Maimer mit dem Wiederholung einige Fragen, die früheren Rebbe, Friedrich Rebbe, zu diesem Vers gestellt haben. Ich muss euch jetzt was sagen. Viele Leute, die mich kennen, hören sehr oft mein System. Ich stelle am Shiur manchmal sehr viele Fragen und Menschen rennen mir zu antworten. Todaraba. Ich weiß die Antwort.
Sie wissen auch die Antwort. Das ist nicht jetzt eine Frage, um Antwort zu bekommen. Das nennt man rhetorische Frage, um ins Gespräch zu kommen. Na, scheint heute die Sonne. Und wie wird sein das Wetter Schabes? Kannst du doch selbst gucken im Internet. Was heißt, wie wird sein das Wetter Schabes? Nein, aber ich will mit dir in so eine Smalltalk kommen. Genauso jeden Maimer nimmt man eine Überschrift von einem Pasuk und der Rebbe stellt ein paar Fragen über diesen Pasuk und der Mensch beginnt sich anzukratzen dem Kopf, warum es ist wirklich so in die Pasuk so komisch. Und dann ist er neugierig zu fragen. Was ist eine Frage? Frage ist ein Gefäß, wo die Sache ist mir nicht gleichgültig. Letzte Donnerstag in meiner Religionklasse war eine Schiur über den Todestag von Moshe Rabbeinu. Und dann wird gesprochen über verschiedene Themen. Irgendwann die Kinder sind geworden sowas von neugierig. Fragen zu stellen, habe ich die Kamera ausgestellt. Warum? Weil es waren wirklich Fragen, die passen nicht die ganze Welt und links hören, was Kinder fragen und wollen wissen. Man kann nicht über alles reden, auch wenn der Rebbe redet mit den Chassidim am Schabbes. Manchmal will er die Chassidim etwas beibringen und zum Schluss, wenn die Fragen und die Antworten fahren runter zum Druckerei, der Rebbe hat sein Recht als Lektor, als Korrektur zu schreiben, was soll man schreiben und was soll man nicht schreiben. Jetzt werden wir sehen, alle Fragen, was der Friedrich Rebbe stellt über diesen Pasuk. Und wir werden sehen, was steht in dem Pasuk. Ve'atat et zaveh et bnei Israel. Frage 1. Wenn Hashem den Moshe auffordert, das Volk Israel eine neue Mitzwa zu lernen, ist der Standardausdruck Zav et bnei Israel. Also wenn Hashem zum Beispiel sagt, Moshe Rabbeinu soll die Juden am Rosh Chodesh bringen ein Opfer. Zav es bnei Israel, immer Zav. Zav bedeutet Befehle. Befehl dem Kinder Israel. Hier dagegen ist der Verbform Tetzaveh, was euch befehlen bedeutet. Warum weicht die Torah von dem üblichen Ausdruck ab? Immer wenn Menschen reden, bleibt das zwischen uns. Ich brauche dich nicht noch einen Satz sagen, aber soll bitte zwischen uns bleiben. Das ist üblich. Hashem hat sehr oft gesprochen mit Moshe. Deshalb steht in die Tora sehr oft geschrieben, weil der Ber Adonai el Moshe, Lemor. Was ist Lemor? Zu sagen. Lemor klingt auch so wie in Französisch, so ein bisschen Liebe. Weil der Ber Hashem el Moshe, Lemor. Immer wenn ich sehe diese Pasuk, sehe ich so irgendeinen schönen Weg von Hashem zu reden mit Moshe. Aber hier steht nicht geschrieben Zav, Befehle, sondern Ve'atate Zave, du sollst befehlen. Die erste Frage ist, wieso Moshe befehlt? Moshe ist nur eine Schaliach. Moshe ist nur eine Botschafter, ein Gesendeter, ein Vermittler, ein Transformator. Einer, der bringt Hashems Wort. Wieso Hashem sagt denn, Ve'ata Tetzave? Das ist die erste Frage. Frage 2. Obwohl die Wort Zav und Tetzave dieselbe Grundbedeutung befehlen haben, vermitteln sie unterschiedliche Dinge. Zav wird verwendet, wenn man eine dritte Person ansprechen soll, die Anweisung auszuführen. In unserem Fall wäre es Hashem, der Moshe sagt, ich befehle dir, den Kindern Israel zu befehlen. Also das ist in einer dritten Form. Aber Ve'ato Tetzave lässt anklingen, dass der Befehl von der Person selbst ausgegangen soll. In unserem Fall sagt Hashem zu Moshe, du selbst sollt aus eigene, es scheint allerdings die erste Option besser zu unserem Vers zu passen. Denn Moshe ist nur der Bote, der Aufforderung Hashem ans Volk überbringen. Warum verwendet die Torah stattdessen der Ausdruck Ve'ata Tetzave? Habt ihr verstanden die zweite Frage auch? Alle? Nein.
Es, okay, sehr gut, ich erkläre. Danke dir, sehr gut. Danke für deine Mutigkeit. Die erste Frage ist, warum hier Hashem redet anders. Er sagt, Tetzave und nicht Zav. Die zweite Frage ist, ich sag dir, Frau Weiß, bitte befehl deinen Nachbarn, soll nicht lassen die Mülleimer im Treppe über ganzen Schabbes. Es ist auch erlaubt am Schabbes, die Müll zu entfernen. Also, sie gehen zu den Nachbarn in meinen Namen. Das ist Zav. Tetzave bedeutet, liebe Frau Weiß, befehl deinen Nachbarn, sollen bitte am Schabbat ihre Müll entfernen, damit sollen wir nicht stinken bis Montag. Wollen wir nicht, wir wollen leben in Ruhe. Das heißt, sie bekommen nicht nur den Befehl, die zu sagen, die, sie sind die ausführlichen Befehl anstatt der Befehler. Sie kommen von ihren Namen, sie befehlen, was zu sagen. Das heißt, sie bekommen den vollen Macht, so wie ein Polizist, wenn er steht geschrieben, ein Polizist bricht Ampel. Es gibt normalerweise Ampel und beim Ampel muss man stehen. Wieso kommt der Polizist und er sagt beim Ampel, fahr, fahr, fahr. Wir wissen, dass ein Polizist hat Vollmacht von dem Gesetz, dass er bevollmächtigt, ihm in manche Fälle Entscheidungen selbst zu treffen und selbst zu befehlen. Bitte weiterfahren beim Rot, links, links, du links. Das heißt Tetzave. Tetzave bedeutet, du bekommst von mir die Vollbemächtigung, die jeden zu befehlen, diesen Öl für die Menorah zu bringen. Warum? Was ist dran so dramatisch? Hashem kann sagen, Moshe, Zavet bnei Israel, befehle Israel, soll sie bringen einen gepressten Olivenöl für die Menorah. Hashem redet mit ihm, nein, ich gebe dir volle Macht. Du hast die Entscheidung in der Hand. Sieh, wie es ist, in deiner Hand richtig zu machen. Und ein Polizist bricht dem Ampel. Und wenn du willst, soll der Ampel, weißt du, ein Polizist kann sagen, die ganze, er kann nur eine Seite fahren lassen, eine Stunde. Und er kann alle anderen Seiten bleiben, ihr bleibt. Schluss. So ist das. Man sieht manchmal in Autobahn, eine Seite fährt, fährt, fährt. Und eine bleibt. Warum? Weil der Polizist das jetzt entschieden, nach seiner Meinung, von seiner Einordnung, was wird sein, besser für die Autobahn so zu machen. Hashem sagt zu Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzaved ben Israel. Du, Form, befehlst Juden nicht in dritten Person, sondern in erster Person bevollmächtigt Einforderung, Orden zu befehlen am Israel. Verstanden? Gut. Halam verstanden? Gut, super, Schkoyach. Und bei dem Wort Ve'ata tetzaved, es sieht man, dass Moshe Rabbeinu befehlt. Aber Moshe Rabbeinu ist nur Schaliach, um Hashems Wörter zu bringen. Drei. Auch muss man verstehen, Aaron war der Kohen Gadol, der Oberpriester. Und zu seinen Aufgaben gehört auch die Menorah zu anzünden. Warum also bringt die Moshe das Öl zu Moshe? Sollten sie es nicht zu Aaron bringen? Also die dritte Frage, fragt der Rebbe, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht die Frage. Jakob Avinu hat 12 Kinder. Reuven, Shimon, Levi. Nun, von Levi kommen Kehos und Amram. Und von Amram kommen zwei Kinder, Moshe und Aaron. Moshe ist ein Levi und Aaron ist ein Kohen. Was macht ein Levi? Ein Levi ist zuständig für Entertainment. Ein Levi ist zuständig für den Tor. Ein Levi ist zuständig zu singen, zu spielen, zu machen Stimmung in Bet HaMikdash. Aber er ist noch kein Kohen. Und er ist noch kein Kohen Gadol. Wer ist der Kohen Gadol? Aaron a Kohen. Und was sagt Hashem zu Moshe? Ve'ato tetzaves bnei Israel ve'ikhu eilecho shemen sein soll. Sollen sie dir bringen, das reines Olivenöl, aber Moshe Rabbeinu ist doch ein Levi. Was hat Moshe Rabbeinu zu tun mit dem Olivenöl? Olivenöl reicht, braucht, sollte gehen nur zum Kohen, nur zum Priester, nur zum Aaron. Das ist die dritte Frage. Frage 4. Verstanden die Frage? Gut, Schkoyach. Frage 4.
Die Ausdruckweise des Vers scheint seltsam. Wörtlich übersetzt sich Öl zur Lichtquelle, Lama Or. Es wäre zu erwarten, dass das Vers Or zum Leuchteten, Lehair. Warum diese Formulierung? Also, einer sagt, geh bitte zum Baumarkt und kauf mir eine Lampe zu der Lampe. Passt nicht. Kauf mir eine Lampe, soll sie leuchten schön. Also nicht Lamaor, sondern Lehair, um zu beleuchten. Warum kaufe ich zu der Lampe? Für die Lampe? Ich brauche doch nicht die Lampe. Ich brauche die Licht von der Lampe. Also wenn einer ist dumm, sagt man immer Lampe, a Glomp. Also einer, der sein Birne ist nicht ganz dicht, sagt man a Glomp. Also hier ist irgendwie eine komische Formulierung. Hashem sagt zu Moshe, sie sollen dir bringen Öl, Lamaor, und nicht Lehair, nicht um zu beleuchten, sondern Lamaor. Lamaor bedeutet derjenige, der das Licht gibt. Fünfte Frage und letzte. Unser Vers sagt, dass die Menorah ständig leuchten soll. Gleich im nächsten Vers aber heißt es, Schmot 27,21, von Abend bis Abend soll die Menorah ist nicht ständig. In Zeit und in Zelt von der Zusammenkunft von Oel Moed außerhalb das Vorhangen der vor den Tafeln des Bundes steht geschrieben, soll man es immer zünden. Also, wenn man geht rein in Bet HaMikdash, in die nördliche Seite war die Menorah, in die südliche Seite war die Misbeach und steht geschrieben, soll es sein daneben. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet, dass man es tamid legen. Also ich wiederhole alle Fragen schnell, was wir haben gelernt, und dann beginnen wir zu sprechen über den Shiur. Ich wiederhole die Fragen und danach sehen, ob wir haben alles verstanden. 1. Die erste Frage war, warum sagt man Tetzave und nicht in der üblichen Form wie überall? 2. Steht geschrieben, obwohl Tetzave, es ist immer eine Form von dritten Person und hier Tetzave, es ist erste Person. 3. Warum spricht man zu Moshe und nicht zu Aaron? 4. Warum sagt man Lamaor zu der Leuchter und nicht zu beleuchten? Und 5. Was bedeutet Tamid? Das sind alle Fragen bis jetzt. Will jemand was fragen, was bemerken oder alles ist klar? Okay, dann habe ich eine Frage. Meine Frage ist, von wann bis wann hat die Menorah geleuchtet? Bitte schön, wer will antworten? Finger hoch. Sie hat immer geleuchtet. Also man hat sie... Also Rashi sagt, sie hätte immer geleuchtet. Also hat sie immer geleuchtet. Denke ich. Und was sagt Rambam? Rambam hat gesagt, am Abend anzünden und am Morgen wieder zünden. Also in dieser Zeitspanne drin sind. Und Rashi sagt immer und Rambam sagt im Prinzip immer wieder. So sehr schön. Und warum haben Sie entschieden, dass immer ist immer und nicht immer ist immer wieder? Wer hat dir die Vollmacht zu entscheiden heute, Tetzave? Ich entscheide. Sie hat immer gebrannt, immer und nicht immer wieder. Ich höre dich nicht, Tamar. Es hört sich so an, als ob die sich nicht einig gewesen wären, Rambam und Rashi. Und ich weiß nicht, wer endgültig da entschieden hat, ob es immer oder immer wieder heißen soll. Wenn einer sagt dem anderen, ich liebe dich immer,
Immer, für immer. Was meint er? Immer, immer oder immer wieder? Immer, immer. Nee, ich will nicht deine Frage zurück. Ja, typisch jüdisch. Hey, er stellt mir die Frage zurück. Ich will hören eure Antwort. Was bedeutet, wenn einer sagt, es gibt eine Diskussion vor Shema Israel, was sagt man, Ahava Rabba oder Ahavat Olam? Ob Hashem liebt uns eine ewige Liebe, Tamid, oder eine starke Liebe, Ahava Rabba? Manche Juden sagen, Ahava Rabba auf Tanu. Ahava Rabba bedeutet, du liebst uns groß. Groß lieben bedeutet immer wieder. Und manche sagen, Ahavat Olam. Ahavat Olam bedeutet immer, immer. Ja? Und du siehst, das ist eine Diskussion. Und wir wollen noch einen letzten verspitzen, fordern, dass wir fahren weiter. Von wo hat man gebracht das Öl? Von Tkoa, von Stamm von Asher. Asher bedeutet Osher, Glück. Glück, Mazal, Osher. Warum hat Lea genannt ihren Sohn Asher? Warum hat sie ihn genannt Asher? Jeden Namen hat eine Bedeutung. Ja, bitteschön, ich höre, jemand will antworten. Wieso hat Lea ihren Sohn genannt Asher? Bitte, Margalit. Ich denke, er war ihr fünfter Sohn, oder? Ich will nicht fragen zurück, ich will antworten. Ihr seid so schlau heute. Ihr stellt wenn mir Fragen. Wenn sie fünfte war, dann war sie glücklich, weil dann sie. Also wenn man 12 Kinder auf 4 aufteilt, dann müsste sie ja 3 haben, nicht 4. Auf jeden Fall, weil sie hatte die 4 und dann hatte sie eine Zeit lang keinen mehr. Und dann hatte sie, wenn also der fünfte war, dann hatte sie nach einer langen Zeit wieder einen Sohn. Okay, aber warum hat sie ihn genannt Asher? Hat jemand eine Chumash in der Nähe? Bring eine Chumash und guck. Hast du eine Chumash? Guck, lese voll von Chumash. Ich sag dir, wo ist das? Ich mach dir das Leben leichter. Das ist Kapitel 30, Vers 13. Hast du? Lese uns vor. Und Lea sprach zu meiner Seligkeit, denn selig preisen mich die Töchter. Und sie nannte seinen Namen Asher. Okay, hast du eine andere Übersetzung, Margali, zufällig? Ich habe nur Hebräisch-Englisch gerade hier. Dann lese uns in Englisch. Kann ganz schön klingen. Ich zählte Leah's maidservant Boaz's second son to Jacob. Leah said, in my good fortune, for women have deemed me fortunate, and she called his name Asher. Also ich sage euch jetzt in meiner Sprache. Ich bin glücklich. Warum bin ich glücklich? Weil die Mädelach haben mir bestätigt. Und darum hat sie ihn genannt Asher. Also das erste Mal, wo es steht in die Tora, was bedeutet Glück? Glück bedeutet Bestätigung. Was ist Bestätigung? Das eine sagt dir gute Sachen, du bist klug, du bist schön, du bist fein, du bist lieb, du bist wert. Er gibt dir eine gute Bestätigung. Wenn einer ist total, total alleine und er hat keine Bestätigung, wenn du hast einen ganzen Hotel leer in Dubai, es macht keine Freude. Ein Freund einmal von Houston, Texas hat mir gesagt, mit so einem Auto, Lincoln, die er hat in Houston, Texas, er hätte in Israel, in Bat Yam nur gewaschen den ganzen Tag. Weil hier in Amerika, wer guckt auf sein Auto? Nee, er ist uninteressant, ein Mensch braucht Bestätigung. Bestätigung bedeutet, dass jemand in seine Clique gibt ihm irgendeine Feedback. Ihr seid doch Männer, Frauen. Man will tamid Bestätigung, jeden Tag. Man steht vor dem Schrank morgen früh, was soll ich anziehen?
Warum, was soll ich anziehen? In welchem Medium, in welchen Farbe sehe ich mich heute, um zu spüren, immer wieder. Ich bin mit mir nicht Tamid. Ich bin immer wieder, ich bin eher wie Rambam. Das muss man immer wieder die Sache erwecken und beleben. Und es ist nicht immer, es ist immer wieder. Halevai soll sein immer. Es wäre schön. Ihr versteht, was ich sage, oder nicht ganz? Okay. Will noch jemand was fragen, was bemerken, und dann beginnen wir weiter. Immer ist vielleicht das Ideale. Ja, das, was nur Hashem geben kann, glaube ich. Aber wir Menschen, bei uns ist das realistischer, immer wieder, glaube ich. Sie sagen was Richtiges, zum Beispiel Atem heißt in unserer Sprache Neshima. Und Seele heißt Neshama. Und die Neshama, die Seele, und die Neshima, die Atem, sind Tamid, die ganze Zeit. Die sind die ganze Zeit da. Deshalb sagt man zweimal, Kol Neshama Te'Alleluja, Alleluja. Auf jeden Atem soll man Hashem bedanken. Und wenn ein Mensch plötzlich verliert sein Atem und er braucht nehmen Sauerstoff, dann wird das immer wieder. Aber nicht immer. Weil da braucht er Hilfe von außen. Also, solange die Neshama und solange die Neshima, also die Seele und dem Atem sind gut, ist miteinander verbunden. Gut, ihr geht schon in die Richtung, die ich hören will. Und es gefällt mir sehr sogar. Also, Kol HaKavod. Dann beginnen wir noch eine letzte Ot für heute. Dieser Prozess des Verbindenes ist nicht nur bedeutsam für das Volk, er beeinflusst auch Moshe Rabbeinu selbst. Das führt uns zu der Antwort. Was heißt das? Der Rebbe beginnt so. Mein Schwiegervater, der Rebbe Rajatz, der Friedike Rebbe, bitte Mikrofon ausschalten, hat gesagt in Purim 1920 in Russland. Dieses Jahr war sehr, sehr schrecklich für die Juden. Warum? Weil damals war in Russland Kommunismus. Kommunismus ist eine große Heuchlerei. Sie haben gesagt offiziell in ihre Gesetze, dass sie haben nichts gegen Jiddischkeit, sie haben nichts gegen Religion. Es ist alles nur, um die Größen und die Kleinen zu vergleichen. Aber jeder, der hat nicht getan, was man will, sie haben ihn geschickt nach Sibir. Und es war nicht mal KGB, es war noch früher, es war die GPO. Und das Allerschlimmste, in die GPO von den Kommunisten, von der Jewe-Sektie, es war eine hebräische Abteilung von Juden, die waren sozusagen doppelt Agent. Es ist interessant und es ist komisch und es ist merkwürdig, dass immer bei der jüdischen Geschichte gibt es immer zwischen der Feinde und das Volk irgendeine Jude, der vermittelt negativ. Es beginnt schon in Mitzrayim. Schon in Mitzrayim, wenn die Juden wegen geprügelt, Paro hat gemacht Noxim. Was ist Noxim? Das sind solche Kapos von den Juden. Sie sollen ihre eigenen Brüder, wie man sagt, und so ist immer in die Geschichte. 1920, als der Friedike Rebbe hat gesehen, dass die eigenen Brüder und Schwestern gehen zusammen mit den Kommunisten und sie beginnen zu tun die schrecklichen Sünde im Judentum. Und die schrecklichste Sünde im Judentum ist zu verräten, zu petzen. Insbesondere zu petzen zu der Regierung. Also das ist no go. Also die ganze Schmona Esre war schon geschlossen und hat man dazu noch eine extra Bracha zugefügt durch Shmuel HaKatan gegen die Heretiker, weil er mal Shinim Altitik war. Und wir wissen, dass die zweite Bet HaMikdash wurde wegen Petzen zu den Römern. Wegen Politik hat man den ganzen Tempel verbrannt. Sagt, und der Friedike Rebbe wusste, dass das Zukunft von den Juden ist nicht an die Erwachsenen. Die Erwachsenen leben irgendwie ihre Leben.
Und die Russen, die Sowjeten, haben erlaubt, sollen Leute kommen in die Synagoge zu beten ab 50. Ab 50, da haben sie kein Problem. Aber niemand vor 50. Was waren ihre größten zwei Verbrecher? Wenn einer unterrichtet Kinder oder einer ist sogar bereit, jüdische Kinderbeschneidung zu machen. Das war bei denen das Allerschlimmste. Ich kann euch noch sagen, vor ein paar Jahren, ich bin geritten in eine große Politik mit ein paar Rabbinern in Deutschland. Ich war in einem Seminar in Bad Sobenheim und ich habe gesagt, dass die Juden, die kommen aus Russland, sie sollen gerufen werden zum Torah, auch wenn die sind unbeschnitten. Und ich habe gesagt, das habe ich noch nie gesehen, dass in die Synagoge nimmt man bei jemandem die Häuser runter. Es waren ein paar Rabbiners von Deutschland. Sie haben begonnen, was soll das? Man kann niemanden rufen zum Torah, der nicht beschnitten ist. Habe ich angerufen, mein Papa. Sagt mein Papa, anscheinend wissen sie nicht, was bedeutet Russland. Sie wissen nicht, was bedeutet Kommunismus. Sie wissen nicht, was bedeutet Sowjetunion. Sie wissen nicht, was bedeutet, wenn Leute eine Pfeife, eine Finger sagen, gegen die Regierung ist ihr Leben zu Ende. Sagt der Friedrich Rebbe, 1920, er sagt, Juden haben alleine keine Kraft, etwas zu tun gegen die Welt. Sie brauchen einen Rebbe. Und der Rebbe ist Moshe Rabbeinu. Und Moshe Rabbeinu verbindet dem Volk mit Hashem. Und das Wort Tzave ist nicht nur ein Befehl, sondern ein Kishur v'chibur, Verbundenheit, Verbundenheit. Und wenn Moshe Rabbeinu ist verbunden mit dem Volk und der Volk ist verbunden mit Moshe Rabbeinu, wenn die Hasidim sind gebunden zum Rebbe und der Rebbe ist gebunden zu den Hasidim, beide gewinnen davon. Der Rebbe hat mehr davon und die Hasidim haben mehr davon. So wie es steht geschrieben bei Moshe Rabbeinu, 600.000 Füße der Welt, also so wie im 5. Buch Moshe, Fuß ist das Volk, sagt der Rebbe, Moshe und Volk Israel ist wie Kopf und Fuß. Jeden Mensch hat in sich Kopf und Fuß. Jeden Morgen, wenn du stehst auf, wer will nicht aufstehen? Wer will nicht aufstehen morgen früh? Der Fuß will bleiben im Bett, weiter. Bei Winter sagt der Fuß, es ist kalt draußen. Bei Sommer sagt der Fuß, es ist so schön im Bett. Und sowieso der Fuß will nirgendwo gehen. Wer ist der Kopf? Der Kopf sagt, hallo, beweg dich. Du willst doch nicht verschlampen in die Matratze. Also, yalla, steh auf, wake up. Und der Kopf sagt der Mensch, was soll er tun, wo soll er tun, was soll er gehen? Deshalb, so wie bei einem Mensch die Füße tragen ihm der Kopf, wo er braucht, auch der Rebbe kann nirgendwo gehen ohne die Füße, die ihm tragen. Der Rebbe braucht Schluchim. Der Rebbe braucht Schluchim, überall soll unterrichten Kinder. Der Rebbe braucht überall Schluchim, soll unterrichten Chassidus in alle Sprachen, Spanisch, Russisch, Deutsch. Wer bin ich? Ich bin ein Fuß von dem Rebbe. Der Rebbe ist nicht da, ich bin sein Fuß, ich bin da. Ich bin seine Filiale, er ist der Kopf. Aber von wo habe ich Kraft zu gehen? Meine Kraft ist nicht meine, ich bin nur ein Bein. In dem Moment, wo ein Mensch verbindet sich zu dem Rebbe und der Rebbe sagt ihm, was zu tun und wie zu tun und er weckt ihm Kraft, soll er bekommen, da der Rebbe ist nicht mehr eine Rebbe. Da der Rebbe ist die Vermittler von dem Kraft, was Hashem gibt dem Rebbe. Und vor dem, dass der Rebbe ist Rebbe, der Rebbe kann machen einen Fehler. Aber in dem Moment, wo der Rebbe ist der Vermittler von Hashem zu den Menschen, sagt der Friedrich Rebbe, Moshe Rabbeinu ist nicht mehr jetzt da zum dritten Person. Wenn es geht über die Menorah, die beleuchten die Welt, da bist du dem ersten Person, der hat Kraft, die andere zu geben. Du machst als Regierungskönig jeden Filiale und jeden Konsulat und jeden Diplomatie, jeden Schaluach, jeden Fuß, das zu tun, was du willst. Und deshalb, das steht geschrieben, nachdem Moshe Rabbeinu wird befehlen und verbinden das Volk mit dem Oren Sof, das ist dem, wenn dem Volk wird bringen, ein gepressten Öl zu Moshe, sollen sie bringen noch mehr Licht zu Moshe, gib doch zu. Ein Mensch ist nicht bereit, etwas zu bewegen in sein Leben, bis er wird langsam gepresst.
von Gesundheit. Wann geht ein Mensch zum Zahnarzt? Wenn die Zähne tun weh. Sonst geht er nicht. Wann macht ein Mensch seine Papiere in Ordnung? Wenn er kriegt schon eine erste Abmahnung. Und das ist alles immer schlimm. Wann macht ein Mensch der Dach wieder sauber? Wenn die Regen beginnt zu tropfen. Aber warum muss man warten, bis es beginnt, Katit zu pressen? Kann sein ein Befehl von Moshe Rabbeinu. Und Moshe Rabbeinu sagt dir, was zu wollen, nicht nur was zu tun. Und das ist der erste Teil, was wir wollten heute reden. Was haben wir gelernt? Dass Hashem schickt in jede Welt Moshe Rabbeinu. Und Moshe Rabbeinu ist nicht nur uns Befehle zu geben. Moshe Rabbeinu ist auch ein Kopf. Was macht der Kopf? Der Kopf ist derjenige, der gibt Kraft, Motivation, Ideen, Befehle, Hoffnung, Emuna, Bitachon. Ein lebendiger Mensch, der vertraut komplett Gott. Und Hashem hat ihm ausgewählt, sein Licht in ihm zu geben. Und das ist Moshe Rabbeinu. Schon verstehen wir, warum redet Hashem mit Moshe und nicht mit Aaron. Aaron ist ein Oberpriester, sehr schön. Aber er ist nicht Moshe Rabbeinu. Er ist nicht der Kopf. Er kann sein das Herz. Er kann sein viele gute Sachen. Kopf ist er nicht. Zum Schluss ist der Rebbe derjenige, der gibt der Mensch Kraft. Das ist der erste Anfang von diesem besonderen Maimer, das wir haben heute gelernt. Und wenn jemand will, über das, was wir haben gelernt heute, noch mehr zu fragen oder zu vertiefen, nicht zu schüchtern, und meldet euch. Bitte schön, Finger hoch. Nicht schämen, Action heute. Ich will hören, was euch interessiert. Ja, bitte schön, Tamar. Du hattest das mit der Lichtquelle, Lama Ohr, der Leuchter, oder um zu beleuchten. Das hast du noch nicht mehr ausgeführt. Kannst du da noch was mehr zu sagen? Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Lehair und zu beleuchten. Normalerweise, wenn ich nehme jemand als, zum Beispiel, ich bin ein Salesman. Und ich will, sie sollen verkaufen meine Produkte. Sagen wir, ich verkaufe Olivenöl. Dann, deine Aufgabe ist zu beleuchten, zu den Kunden und denen Lehair, also sie sollen beleuchten zu den Kunden und verkaufen das Öl. Als Hashem befehlt Moshe, soll das Volk nehmen Olivenöl. Er will, soll jeder werden ein Chef von der Firma. Was heißt das? Wenn einer ist Eingestellter, ist er Lehair. Er beleuchtet, er arbeitet für irgendeine Firma. Und wenn es gibt eine Stunde Pause, sitzt er im Auto und liest Bildzeitung und isst einen guten Sandwich. Aber wenn einer wird Lamaor, wenn einer wird der Lampe selbst, dann hat er keine Zeit zu denken, hey, das ist doch mein Geschäft. Es ist ein Unterschied zwischen einem Eingestellter und einem Selbstständiger. Ein Unterschied zwischen Sohn und ein Sklave. Ein Sklave beleuchtet das, was sein Chef will. Wenn der Chef ist nicht da, ist er dunkel. Aber wenn der Sohn ist ein Licht, Maor, so wie sein Papa. Der Chassid ist nicht jetzt einer, der leuchtet das, was der Rebbe will, und der Rebbe will durchführen durch ihn. Dann wird er müde sein. Klar, wir sind Menschen. Aber der Rebbe sagt, jeden einer von euch wird Maor. Maor bedeutet, du bist allein ein Kooperativ. Jeder ist ein Teil, jeden bringt eigene Aktien zu dem ganzen Körper. Jeder Mensch, ich bin nicht so gut mit Medizin, aber jeder Mensch weiß, dass durch die Füße kann man auch heilen Kopfschmerzen. Es gibt so eine Alternativmedizin, die heißt Reflexologie. Kommen Menschen
drücken dir die Füße, die Beine, die kleinen Finger, die großen Finger, ta, 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 rechts, links. Und wenn einer kann gut drücken, dann der Kopf hat keine Kopfschmerzen. Jetzt, wenn der Rebbe fühlt sich nicht gut. Warum der Rebbe fühlt sich nicht gut? Weil irgendwo in dem Fuß, einer tut nicht das, was der Rebbe will. Einmal die Mitte der Rebbe hat gezeigt, jemand seine rechte Hand, die hat eine Hautprobleme. Sagt der Rebbe, das ist wegen deiner jungen Sünden. Also ich leide von dir. Der in diesem Maimer versucht dem alten Rebbe uns, der Rebbe, bringen einen Begriff. Und dieser Begriff heißt, Rebbe ist ein Kopf und ein Fuß ist ein Chassid. Das ist der Fuß, beleuchtet nicht das, was der Kopf will. Der Fuß hat eine eigene Funktion komplett. Der Fuß ist ein kompletter Kopf. Und der Kopf ist ein kompletter Fuß. Und sie leben miteinander mit einer Interaktion. Wir werden das noch vertiefen in dem kommenden Shiurim. Aber im Großen und Ganzen, Lehair bedeutet, dass der Fuß ist nicht kontaktiert zum Kopf. Das ist Lehair, dass er geht, weil man gibt ihm Befehle. Und Maor bedeutet, dass das Fuß geht genau mit demselben Freude, wie der Kopf will. Dass alle mit dem anderen sind verbunden, komplett. Es gibt Sachen, wo mein Kopf gibt mir Befehle zu dem Fuß zu machen und der Fuß schleppt mir zu der Sache zu tun. Und es gibt Sachen, wo der Fuß ist so fröhlich und so einverstanden, dass er wird ein Stück Kopf. Also, dass er macht das von alleine. Versteht ihr, was ich meine oder nicht? Hast du verstanden, Nils? Erklär, was hast du verstanden? Erklär. Also so wie ich es verstanden habe, ich habe es in so einem Diagramm jetzt auch aufgezeichnet, dass man halt also einmal Hashem hat und dann Moshe Rabbeinu, der Rebbe, und dann das Volk Israel. Und dieses Zehave ist dann von, dass es weitergegeben wird über den Rebbe. Und dieser Prozess des Verbindens ist dann dieses also dass es gegenseitig ist, dass der Pfeil von Israel dann auch wieder zurück auf Moshe geht und Zach, also der Befehl, wäre dann Lehair, dass es nur einseitig ist, also nur von Moshe auf Israel. Sehr gut, hast du verstanden. Sehr gut, das heißt, die Neshome ist Gott. Die Neshome soll erscheinen in Kopf und in Füß. Wenn ein Mensch die Neshome leuchtet in ihm, der Licht ist nicht nur im Kopf, wenn ein Mensch geht's ihm gut. Wenn einer von euch hat gehört, eine gute Nachricht, die Füße springen von alleine. Also es ist spontan. Es ist spontan. Man tanzt spontan. Man überlegt nicht jetzt, der Kopf sagt, jetzt bitte springen und tanzen. Nein, die Sache ist so miteinander verbunden. Der Mensch ist ein kompletter Psychosomatiker. Wenn er hat Angst, die ganzen Magenkrämpfen. Und die Füße zittern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn du stehst vor einem Publikum und du hast Angst, zittern deine Beine. Verstehe ich nicht. Was haben die Beine damit zu tun? Sei ruhig doch. Was habt ihr mit der Sache zu tun? Der Kopf muss reden. Und du stehst, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich stehe manchmal vor einem großen Publikum, ihr denkt, ich bin schon sicher. Nein, ich bin nicht sicher. Ich überwinde meine Ängste. Und manchmal der Kopf sieht auch so stark und unten die Füße zittern. Die wackeln sich. Warum? Weil es ist eine ganze Mischproche. Es ist nicht jetzt Füße, er beruhigt euch alleine. Ich unterrichte manchmal Kinder zum Bar Mitzvah. Ich sehe ihre Beine zittern. Ich gebe sie manchmal in die Mitte von dem Bar Mitzvah so ein knippender Fuß, dass sie sind so sauer, sie hören auf zu zittern. Also sie bekommen irgendeine Uck und da bleiben sie ganz, ganz ruhig. Genauso wie man kann den Knipp von unten bekommen, um zu beruhigen, genauso kann auch der Rebbe von dem Kopf schicken bestimmte Signale und beruhigen den Fuß. Schkoja, gut verstanden. Bitte schön, Jana, du wolltest auch was fragen. Ja, ich wollte nochmal fragen, ob ich das so richtig verstanden habe. Also dieser Prozess des Verbindens, ist nicht nur für das Volk eine Bedeutung und macht was mit dem, sondern auch für den Moshe selbst. Also es erhebt den selbst höher. So wie habe ich das so richtig verstanden, oder? Hast du richtig verstanden? Also so sagt der Rebbe in dem Maimer. Ich zitiere dir, was der Rebbe sagt.
damit soll ich nicht Fehler machen. Der Rebbe sagt, und nachdem, wo Moshe Einfluss zum Volk, dass er sie verbinden mit Oren Sof, damit sie einem ganzen, dann kriegt Moshe Rabbeinu Itron ve'osafa be'Moshe, der kriegt einen Vorteil und eine zusätzliche Sache in sich. Wir wissen doch alle den bekannten Satz, viel habe ich gelernt von meinem Rebbe, viel habe ich gelernt von meinen Freunden, aber am meisten habe ich gelernt von meinen Schülern. Der Schüler ist doch der Fuß. Und der Fuß bringt am meisten Kraft der Rebbe. Genauso bei Moshe Rabbeinu. Gerade wo das Volk ist, die Füße, Sheish Mois oder Beragli, die bringen einen Vorteil. Da soll Moshe Rabbeinu steigen? Klar, definitiv. Der Einfluss von die Chassidim auf dem Rebbe schenkt ihm gesund, Naches, Freude. Und wenn man macht nicht das, was der Rebbe will, oder ist man nicht verbunden mit der Rebbe richtig, hat er keine Kraft. Hat er keine Kraft, er wird das nicht schaffen. Da sagt die Friedrich Rebbe in Russland, alleine kann ich nicht schaffen und ihr könnt nicht alleine schaffen. Zusammen können wir das schaffen. Wir brauchen einen dem anderen. Verstanden? Gut. Dann bist du eigentlich der Fuß. Du bist der Fuß und wir sind die Füße. Wie geht jetzt das? Wir haben noch nicht gelernt, die ganze Maimer. In dem Moment, wenn ich bin der Filiale von dem Rebbe, dann bin ich wieder ein Kopf. Das heißt, ich bin nicht mehr der Fuß. Wenn ich werde richtig machen, das, was mein Rebbe von mir will, 100%, dann bin ich der Rebbe. Der Polizist in dem Autobahn muss nicht jetzt für jede kleine Sache rufen die Regierung und fragen, ob soll er jetzt die rote Lampe entfernen oder nicht. Er hat seine Vollmacht zu tun, das für das, was hat man ihm geschickt. Er kann am Ort entscheiden, was zu tun. Ein Pilot arbeitet doch die ganze Zeit mit dem Turm. Und der Turm sagt, er macht das so, macht das so, macht das so. Aber wer ist jetzt zuständig auf dem Flugzeug? Die unten oder der da oben? Der oben muss in wahren Momenten Entscheidungen treffen, was zu tun. Genauso wie im Himmel, genauso in der Erde. Jeden Chassid, jeden Mensch hat seine Rebbe. Der Rebbe ist der Kopf und der Rebbe will nicht, sollst bleiben auf Fuß. Der Rebbe will, sollst werden auch ein Kopf. Der Rebbe will, sollst werden auch ein Kopf. Und jeden eine wird ein Kopf. Wann wärst du ein Kopf? Ein Kopf ist eine, der kann dem anderen motivieren zu gehen. Was ist ein Kopf? Ein Kopf ist eine, die wegen ihm andere Leute ändern ihre Handlungen. Bis jetzt haben sie nichts bewegt. Und jetzt, wenn du hast denen was gesagt, du hast denen motiviert. Und in dem Moment, wenn sie haben sich motiviert und sie wollen deine Meinung hören und sie folgen nach das, was du sagst, du bist der nächste Moshe Rabbeinu. Du bist nicht der Moshe Rabbeinu, der Original. Du hast ein Licht, eine Funke, ein Filiale, ein kleiner, ein Mikrokosmos von Moshe Rabbeinu. Aber jeden kleinen Rebbe bekommt seine obere Kraft von Moshe Rabbeinu. Und wir werden bald lernen, beim nächsten Mal, das, was bedeutet Moshe Rabbeinu? Aber stimmt, jeden eine, du bist bei dir zu Hause, der Rebbe. Sie wollen nicht zu Hause, sie wollen zu Hause sein, ein Papa, ein Rebbe. Und wenn du weißt Alef Beis, unterrichte deine Mischproche Alef Beis. Wenn du kannst Gimel Dalet, unterrichte Gimel Dalet. Wenn ich werde jetzt warten, mein ganzes Leben zu wissen, das, was mein Rebbe weiß, ich brauche 650 Jahre und dreimal Leben, also... Rebbe ist ein Moshe Rabbeinu, seine Generation. Aber wir haben kleine Funken und es steht geschrieben, Lo alecha melacha ligmor, nicht auf dir ist die Arbeit zu beenden, aber du hast keine freie Wille, davon zu entfernen. Und ein Mensch soll wissen, dass in dieser Welt hat er eine große Arbeit und er muss die Sache fortsetzen. Jeden Mensch, der tut, mit beeinflussen, to influence andere Leute, der Erste, der Gewinn ist er selbst. Ist er selbst. Er ist der erste Gewinner. Und wenn du willst dich selbst von Fuß zum Kopf machen,
bewege andere, soll er sich bewegen. Es gibt eine Geschichte von Reb Zusha von Anipoli. Der war ein Lehrer in ein kleines Dorf in Anipoli und er hat unterrichtet zwei Kinder. Kurz vor die Feiertage sagte er seinem Herr: Mein Herr, ich muss leider für die Feiertage wegfahren. Ich fahre zu meinem Rebbe, der Schüler von Baal Shem Tov, der Mesritscher Magid. Der Dorfmann sagt: Ah, Sie, Rebbe, ich habe gedacht, sind Sie die Größte. Sie haben noch eine Größere? Dann will ich gehen zu der Größere. Gut. Er sagt: Komm mit zu der Größere, no problem. Er hat ihn genommen zu dem Mesritscher Magid und er hat begonnen zu unterstützen den Mesritscher Magid. Ab dem Tag, wo er begonnen zu unterstützen den Mesritscher Magid, ist er gegangen bankrott. Fragt er der kleine Rebbe: Warum bin ich bankrott gegangen? Sagt er ganz einfach: Weil er ist nicht dein Vermittler. Jeden Mensch hat seiner Rebbe. Was ist ein Rebbe? Ein Rebbe ist einer, der bewegt deine Füße. Ein Rebbe ist einer, wo du bist bereit, seine Meinung zu hören. Und nicht jeder Rebbe passt zu dem anderen. Hier reden wir jetzt über den Rebbe, über den Großen. Aber der Rebbe will, soll jeden eine in seiner Umgebung soll sein. Wir haben begonnen, dass dieser Maimer hat der Rebbe gesagt, 2 Wochen vor dem, wo er war mit Gehirnanschlag. Gehirnanschlag bedeutet, der Kopf ist gelähmt. Der Rebbe ist geworden gelähmt bis die Ende. Das heißt, wenn der Kopf jetzt nicht funktioniert, wer funktioniert? Wir. Wir durch die Füße bringen beim Rebbe meinem Kopf weiterleben. Aber das werde ich mehr fortsetzen beim nächsten Mal. Aber ich kenne dich schon ein paar Tage. Du bist ungeduldig. Du willst schon die ganze Teure auf ein Bein. Heute und geklärt werden alles. Und ja, langsam, lat, step by step, also dieser Maimer hat noch, bestimmt noch 6 Shiurim über diese Maimer. Gut, noch jemand hat was auf dem Herzen über den heutigen Maimer? Hausaufgabe für die nächste Woche. 1, die Geschichte von Tkoa. 2, wie viel Öl hat man gebraucht für die Menorah? Wie viel Öl? Praktisch. 300 Milliliter, 400 Milliliter. Also, wie viel Öl hat man gebraucht wirklich für die Menorah? Wer hat gezündet die Menorah? Darf die Menorah auch zünden, ein Fremder oder nicht? Das sind die Fragen für die kommende Woche. Nils, bitte. Genau, ich habe eine Frage wegen diesem, dass man Kopf werden soll. Ich habe gelesen, dass man an Rosh Hashanah deswegen den Kopf von einem Fisch essen soll. Stimmt das? Stimmt das? Sehr gut. Du stoßt dich auf ein gesundes Gebet. Wir sollen werden ein Kopf und nicht ein Schwanz. Also jeder soll werden ein Kopf. Es ist besser zu sein ein kleiner Kopf von Sardine als kleiner Schwanz von einem Leviathan. Also jeder soll in seiner Umgebung soll sein ein Kopf. Ja, definitiv. Weil da kann er schneller beleuchten, die Welt. 100%. Hast du richtig verstanden?